I know mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, bulletproof, little lady. I told you, daddy's here to hold you through the night. Hallo du alte Bumsbirne und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute Frauen-Bundesliga, der 13. Spieltag, Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Viel Spaß, endlich wieder Frauen-Bundesliga zu Hause. Das letzte Heimspiel hatten wir am 9.12.2022, also nahezu exakt 3 Monate kein Heimspiel der ersten Mannschaft mehr gesehen und deshalb freue ich mich umso mehr auf das erste Heimspiel 2023. Gut abgelenkt habe ich mich aber mit Spielen der zweiten Mannschaft der SGE. Die zweite Mannschaft spielt in der zweiten Frauenbundesliga und ab und zu steht auch mal eine Spielerin aus der ersten Mannschaft auf dem Platz. Und die Großen sind auch öfter im Stadion, um die Spiele zu schauen. Und das Beste daran, der Eintritt ist frei und du darfst dich hinsetzen, wo du magst. Die Eintracht gönnt einfach. Wenn ich dran denke, packe ich euch den Spielplan der ersten sowie der zweiten Mannschaft mal in die Videobeschreibung. Ich kann nur empfehlen, sich mal ein Spiel anzuschauen, wenn man Fußball mag. Die Stimmung ist eine andere, weil es meist nur 2500 bis 3000 Zuschauer sind, aber sie ist trotzdem gut. Und wisst ihr was? Je mehr von euch ins Stadion kommen, umso geiler wird es. Für alle. Für Fortnite! Also. Arsch hoch und ab ins Stadion, ihr kleinen Schlawiner. Nachdem wir das erste Auswärtsspiel dieser Rückrunde in München leider 2:1 gegen die Bayern verloren haben, geht es heute daheim in Frankfurt gegen den Tabellenfünften, den Sportclub Freiburg. Wir sind in der Tabelle gerade Dritter mit nur 3 Punkten Vorsprung vor Hoffenheim und 4 Punkte auf Freiburg. Also ein verdammt wichtiges Spiel, das wir heute unbedingt gewinnen müssen, um weiterhin auf Platz 3 und somit in der Champions League Qualifikation zu sein. Es wird ein harter Dreikampf um den dritten Platz geben. Hier für euch mal die Historie gegen den SC Freiburg. 5 Spiele. 3 Siege für uns. Aber auch 2 Niederlagen. Es wird heute also sehr spannend werden. Die FreiburgerInnen haben das letzte Spiel zu Hause gegen Meppen auch souverän 3:1 gewonnen und sind dazu auswärts sehr stark. Bei 5 Auswärtsspielen haben sie 3 gewonnen, 1 unentschieden gespielt und nur 1 Spiel verloren. Aber das Gute ist, wir Frankfurter sind sehr heimstark, wir hatten 6 Heimspiele. Davon haben wir 5 Spiele gewonnen und hatten nur gegen die Bayern am ersten Spieltag Punkte verloren und unentschieden gespielt. Das sieht doch alles ganz gut aus für uns und deshalb denke ich, dass wir die 3 Punkte hier in Rödelheim lassen werden. Mein Tipp für dieses Spiel ist dann 3:1 für uns. Wenn du nur die Tore dieses Spiels sehen willst, dann klicke einfach oben rechts auf das i, komm aber wieder zurück, okay? Und auf geht's ins Stadion am Brentanobad. Das Stadion befindet sich im Frankfurter Stadtteil Rödelheim und fasst 5650 Zuschauer, davon sind 1500 Sitzplätze, die zum größten Teil überdacht sind. So, dann gehe ich mal auf mein Plätzchen. Dieser ist ganz oben in Reihe 8. Ein wahrlich schöner Platz. Kuss geht raus an Lukas von der Eintracht, der mir dieses Plätzchen gegönnt hat. Ein wahrer Ehrenmann der Lukas, top Übersicht über das gesamte Spielfeld. It's wahrlich a dream. Von mir gibt es für dich aber jetzt noch exklusiv und nur heute einen kleinen großen Geheimtipp. Wenn du keine lange Jacke anhast, auf die du dich setzen kannst, nehme dir ein Kissen mit. Die Sitze sind nicht aus Kunststoff, wie man das kennt, sondern aus so Drahtgitter, so wie am Bahnhof die Bänke. Weißt du, was ich meine? Ich frage dich. Weißt du, was ich meine? Warum betone ich das so geil? Ach, ich weiß es nicht. Aber weißt du, was ich meine? Nach über 90 Minuten sieht der Popo nicht nur extrem sexy und heiß aus, sondern auch wie ein geiles Steak, das frisch aus dem Kontaktgrill kommt. Popo mit so eingedrückten Streifen, die stundenlang nicht weggehen. Einfach so Next-Level-Dehnungsstreifen, die aber am nächsten Tag auf einmal weg sind. Da sind schon unsere Girls auf dem Feld, um sich warm zu machen. Ich blende hier mal unsere Startaufstellung ein. Und hier ist die Startelf des SC Freiburg. Aguke Moldo. Unsere Schiedsrichterin des Spiels. Ich kenne die drei nicht, aber die werden das schon gut machen. Also hoffe ich. Wenn ihr Probleme habt, kommt Privatchat. Habt ihr nicht kapiert? Damit recht herzlich zu deinem 100. Bundesligaspiel in der Freiburg-Bundesliga. Okay, let's go. Kommt an.
Oh. Da war. Ah. Aber. Komm jetzt wieder mal hier. Komm noch, komm, komm, komm! Mach selbst! Ah. Komm, ich geh! Ja! Ja! Scheiße! Komm weiter, schick die Jahre. Ja.
Sehr schön. Oh Gott, oh Gott. Komm, soffen. Mach selbst. Ja. Komm, schicken. Sehr schön, komm. Bonzi, mach was. Oh. Sehr schön. Wir bedanken uns bei 2488 Zuschauerinnen und Zuschauern. Sehr schön. Wunderbar. Oh. Mit der Nummer 11, Hasret Kaichi. In der 90. Spielminute das Tor für unsere Eintracht. Torschützin mit der Nummer 30. Und der neue Spielstand, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg. Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben und wenn du nicht genug von der Scheiße hier bekommen kannst, dann abonniere doch einfach kostenlos, weil er einfach auf Ehren- oder Basis angelehntes Abo schmeckt am besten. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Spielkarte Rotes Herz. Tschüss.